Electriv.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Ein Thema der Elektromobilität darf natürlich auch auf der IAA nicht fehlen und das ist die Ladeinfrastruktur. Und bei mir ist jetzt Jörg Lohr, der Chef von Compleo, der doch ein bisschen müde aussieht nach dem wilden Ritt der vergangenen 8 Monate. Sowas hast du in deinem Leben ja auch noch nicht erlebt. Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, das möchte auch niemand ein zweites Mal erleben. Also ja, die Insolvenz und Eigenverwaltung hat sicherlich auch optisch ein paar Spuren hinterlassen. War eine harte Zeit. Jetzt in den Armen von Kostal quasi gelandet, aufgefangen worden, könnte man sagen, was wird das für eine Partnerschaft, die wir sozusagen im Markt alle noch nicht so richtig bewerten können? Na, ich glaube, zum einen war Kostal, als wir realisiert haben als neue Führung, dass es ohne Investor nicht geht, war Kostal für uns, für mich auch ein Wunschkandidat für eine Übernahme, weil wenn man hinter die Kulissen schaut, sich sehr, sehr viele Synergien ergeben, die man vordergründig vielleicht nicht sieht. Kostal ist im Bereich der Elektronik Weltmarktführer. Jedes zweite Elektrofahrzeug fährt mit dem Kostal Onboard Charger. Das heißt, man kennt die Fahrzeugseite extrem gut. Kostal ist ein riesen Industrieunternehmen mit globalem Footprint, in 21 Ländern vertreten, hat auch ganz andere Fertigungskapazitäten, Einkaufskapazitäten, als wir das Standalone haben. Das heißt, zum einen eine Synergie im Know-how für Elektromobilität auf der Fahrzeug- und jetzt auch der Landseite. Zum anderen das Thema Fertigung, Industrialisierung und damit auch Qualitätssicherung, bei der wir doch einige Luft nach oben hatten. Was bedeutet das aber konkret für das Produktportfolio von Compleo? Wird da noch weiter ausgedünnt? Weiter ausgedünnt nicht. Wir haben mit diesem internen Big Five genannten Projekt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, das Portfolio ja auf 5 wesentliche Produkte, Produktgruppen reduziert, die so den 5 Haupt-Use Cases fürs Laden folgen. Das Laden zu Hause, das Laden im halböffentlichen Bereich, beim Arbeitgeber und dann im DC-HPC-Bereich. Da bleiben wir auch. Was wir aber jetzt dazu bekommen, und auch das ist eine Kernkompetenz der Costa-Gruppe, ist das Thema bidirektionales Laden. Bidirektionalität ist auch hier auf der IAA in aller Munde. Da hat Costa eine bidirektionale DC-Box in der Pipeline. Die Aktivitäten werden jetzt auch in die Compleo integriert, sodass wir also in der Costa-Gruppe wirklich ein Kompetenzzentrum Elektromobilität haben oder Ladeinfrastruktur haben. Und da vergrößert sich das Portfolio schon nochmal, wobei ich perspektivisch davon ausgehe, dass Bidirektionalität ein Kernfeature im AC- und DC-Bereich werden wird. Und Sie haben, wie man hier hinter uns sehen kann, auf die Messe auch den HPC mitgebracht, der trotz Insolvenz ganz offensichtlich weiterentwickelt worden ist oder Sanierung in Eigenverwaltung. Was kann er? Was soll er mal können? Also, was er kann, das Produkt, was wir während der Insolvenz oder trotz Insolvenz weiter und jetzt auch zu Ende entwickeln konnten, ist in seiner Klasse der leiseste Lader. Also es gibt tatsächlich viele Anwendungsfälle, wo HPC-Geräte im Residential-Bereich stehen, in Supermärkten oder an Supermärkten stehen. Das heißt, in Bereichen, wo Lärmbelästigung tatsächlich eine große Rolle spielt. Da gibt es ja auch einige Fälle in der Historie, wo Lader tatsächlich ein D-Rating erfahren mussten oder gar abgeschaltet wurden. Das wird mit dem Gerät nicht passieren. Ist mit 55 Dezibel der leiseste bei Volllast. Die zweite Komponente oder der zweite Vorteil des Gerätes ist die Eigenentwicklung der Leistungsmodule, mit der wir tatsächlich eine stufenlose Lastverteilung zwischen beiden Ladepunkten darstellen können. Das heißt, der Ladevorgang selbst wird für den CPO deutlich effizienter, optimaler und damit auch die Revenue-Möglichkeiten. Das heißt, ich verkaufe in der Ladezeit deutlich mehr Kilowattstunden als CPO und kann damit natürlich meinen Business Case als Betreiber von Infrastruktur deutlich optimieren. Es gibt noch so ein paar andere Features. Er ist sehr niedrig, wie man sieht. Das heißt auch, was wir zunehmend als Use Case sehen, Laden in Parkhäusern, in doch recht engen Räumen. Da ist er ganz gut, hat auch so ein Hebesystem. Ich kann ihn also mit einem Gabelstapler auf quasi das Fundament heben. Braucht keinen Kran dazu. Das sind alles so Add-ons, wo wir aus Betreibersicht, auch aufgrund der eigenen Erfahrung, nochmal so ein bisschen Hand angelegt haben, um das Gerät für den Betreiber und dann am Ende auch für den Endkunden wirklich zu einem sehr nutzerfreundlichen zu machen. Und Hand aufs Herz, wie weit ist er noch vom SOP weg? Also wann kann ich über das Bestellen nachdenken? Also bestellen in den nächsten 4 Wochen. Wir werden im Oktober tatsächlich mit einem Launch-Event die offizielle Markteinführung feiern. Wir sind gerade im Aufbau der Produktionslinie, also Hand aufs Herz. Wir sind jetzt in der Optimierung, in einer Verlässlichkeits- und in einer Robustheitsoptimierung. Weil auch da aus der Erfahrung ich im HPC
natürlich andere Anforderungen an die Uptime und Qualität habe, als ich das vielleicht bei einer AC-Box habe. Und die einzige Chance, die wir meiner Meinung nach haben, mit dem Produkt erfolgreich zu sein, ist, ein absolut zuverlässiges Produkt an den Markt zu bringen. Und da geben was ja nicht immer die Stärke von Compleo war, wenn ich das so sagen darf. Das soll auch so ein bisschen die neue Zeit einläuten. Das ist das erste Produkt, was wir unter der neuen Führung auch fertig bekommen. Ich gehe aber auch ganz fest davon aus, dass es uns gelingt. Das ist unser eigener Anspruch, den ich auch von Beginn an im Unternehmen verankern wollte. Und ich denke, es ist uns ganz gut gelungen. Also wir wollen Anfang nächsten Jahres die ersten Serienprodukte ausliefern. Wir bauen die Produktion gerade parallel auf. Also wir sind wirklich in den letzten Schritten zur Markteinführung. Welche Herausforderungen gibt es dann aber sozusagen strukturell intern noch? Weil ich vermute, an der Belegschaft sind ja die letzten 8 Monate auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ja, natürlich. Also es wäre gelogen zu sagen, das war alles ein Zuckerschlecken. Wir haben auch viel Know-how verloren. Aus Unsicherheit, aus verschiedenen Gründen haben uns Kolleginnen und Kollegen, die auch lange bei der Compleo waren, verlassen. Der Wendepunkt in der Sanierung war für mich erreicht, als wir so kurz vor dem Closing, also Anfang Juli, die ersten Kolleginnen und Kollegen hatten, die sich wieder zurückbeworben haben oder die sich gemeldet haben, gesagt haben, sie würden zurückkommen. Das ist ein erstes kleines Zeichen, vorsichtiger Optimismus. Die Herausforderung, die wir haben, ist, dass, das weiß man, wenn man in der Branche aktiv ist, die Compleo die Ankäufe der Walby und der Innogy E-Mobility Solutions nie verdaut hat. Und es sind immer noch ein Stück weit 3 Unternehmen in einem, 3 Philosophien, 3 Produktgruppen. Das zu korrigieren, gelingt nicht von heute auf morgen. Also eine saubere Integration der 3 ehemaligen Unternehmen in eine Compleo und dann die Integration der Compleo in die Costa sind noch so 2 wesentliche Schritte, an denen wir noch arbeiten müssen. Wo wir jetzt aber auch mit einem deutlich klareren Konzept und viel verbindlicher auch zusehen wollen, dass das Ganze zum Erfolg wird. Okay, dann vielleicht noch die letzte Frage. Wenn das alles gelingt, wenn Sie auch dieses Produkt tatsächlich an den Start kriegen bei Compleo, was ist sozusagen das Versprechen an die Kunden? Was wird die, ich sag mal, sanierte neue Compleo unterm Dach von Kostal künftig liefern? Was wir zukünftig liefern werden, ist die gleiche Innovation. Compleo hat sich immer dadurch ausgezeichnet, auch das ein Erbe der alten Führung, gerade um Cekala Kashu, dass Compleo schon immer Innovationstreiber war im Bereich der öffentlichen, halböffentlichen Ladeinfrastruktur. Das wollen wir beibehalten, wenn wir die Qualität der Produkte und vor allem die Verlässlichkeit im Service, also im Feld, deutlich steigern können und unseren Kunden auch außerhalb Deutschlands folgen können, Ladeinfrastruktur zu vertreiben und dann auch mit unserer Backend-Gesellschaft zu betreiben, dann glaube ich, haben wir eine ganze Menge geschafft. Dann wünsche ich dabei ganz viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch. Und ich danke Ihnen. Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität.